Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Lumina, Luminus, wie auch immer. Auf jeden Fall, ich nehme doch noch eine Folge auf und weil ich doch erst später los muss. Und wir standen hier vor diesem Rätsel. Wir haben jetzt das umgelenkt und das Grüne können wir da oben umleiten. Und mit dem Roten öffnen wir hier eine Tür. Das bringt uns aber irgendwie nicht weiter. Und ich weiß nicht, was der da bewirkt. Aber auf jeden Fall, der da muss gelb angesteuert werden. Das heißt, da müssten wir theoretisch grün und rot gleichzeitig drauf lenken. Aber den da kann ich nicht mitnehmen. Weil wenn ich den mitnehme, dann wird der hier abgelenkt. Ich müsste irgendwie diese Tür hier aufkriegen. Weil der macht die Tür auf. Das erreichen wir, indem wir den wegnehmen. Der hier macht die Tür auf, aber die nicht. Ich dachte eigentlich, dass wenn ich hier grün drauf leuchte, dann würde die Tür aufgehen. Aber mit dem öffne ich wahrscheinlich die Tür. Mit dem, keine Ahnung, was ich damit mache. Ja, das Spiel lässt mich hier natürlich, wie alle Spiele immer, so ein bisschen alleine. Dementsprechend weiß ich jetzt gerade nicht, wie wir weiterkommen. Weil hier ist auch kein weiterer Spiegel und ein Prisma sehe ich hier auch nirgendwo. Was wir mitnehmen können. Doch, da ist ein Spiegel. Bin auch blind. Na toll. Na dann können wir ja tatsächlich mal versuchen, was passiert, wenn wir zwei Spiegel sozusagen aufeinander richten. Das heißt, den lassen wir mal dadurch scheinen. Dann machen wir die Tür zu. Und gucken mal, was passiert. Den einmal drehen. Das heißt, da haben wir jetzt einen... Ja, es funktioniert. Damit kriegen wir einen gelben. Haha! Geschafft. Wer hätte es gedacht? Es hat funktioniert. Gut, wie dem auch sei. Jetzt haben wir hier nämlich das nächste Problem. Wir haben hier einen roten Laser und... Okay, wir haben Wasser. Ah, wir haben das Prisma gefunden, was wir brauchen. Was ist das denn? Ist das eine Pflanze oder sind das Spinnen? Ich weiß es nicht. Gut, wie dem auch sei, wir haben ein Prisma gefunden. Und ja, grün, rot, rot. Jetzt ist die Frage, was passiert? Ja klar, wenn ich jetzt einen Spiegel wegnehme, dann hätte ich ein Problem. Kann ich den Spiegel hier durch ein Prisma ersetzen? Oder Moment, nein, nein, nein. Hahaha. Ich bin ja hier schon drin, das heißt, ich kann hier ein Prisma nehmen. Kann das hier... ja, ich drücke immer die falsche Taste. Kann das hier hinbauen. Kann damit jetzt versuchen, einmal die grüne Tür zu öffnen. So, was gibt's hier drin? Ah, nein, nicht rotieren, mitnehmen. Einen weiteren Spiegel und noch einen Spiegel. Langsam werden es echt viele Spiegel. Das heißt, ich kann jetzt einen Spiegel hierhin bauen. Und kann damit entsprechend den roten einmal hier hinlenken, um die Tür zu öffnen. Ah, da ist eine zweite Tür dahinter. Deswegen haben wir einen zweiten Spiegel. Das heißt, den zweiten Spiegel müssten wir einmal hier in das Licht positionieren, um die Tür zu öffnen. Wupp, wupp, wupp. So. Husch. Okay. Was gibt's denn hier zu looten? Hossa. Oh. Ja. Hier ist grün und die Tür sieht aus, als würden wir rauskommen. Hier... Schild so ein Pharao. Da können wir nicht drauf treten. Ich tanze auf deinem... Naja, gut. Okay. So, gut. Wir müssten da grün hinleuchten. Das heißt, ja, grün kann weg. Aber jetzt kommt das nächste Problem. Ich habe hier so viele Spiegel verwendet... Gut, das hier ist nicht ganz korrekt, dass so ein Spiegel funktioniert, aber ich muss zweimal rot darauf leuchten und grün müsste ich dann da durchleuchten. Das heißt, ich muss den einmal mitnehmen und den einmal mitnehmen. Den lassen wir da. Das heißt, wir brauchen einmal einen Spiegel, der hier ist. Und das Ganze ungefähr in die Richtung da lenkt. Und dann brauchen wir hier
das Prisma, was dann das darauf leuchtet? Nein. Gucken wir einfach mal. So. Ja, das ist ein kleines Problem. Das Prisma muss tiefer. Das heißt, das Prisma müsste ungefähr auf diese Höhe hier. Haben wir hier irgendwo einen Sockel? Nein. Prisma müsste ungefähr auf diese Höhe, würde ich sagen. So. Na, komm, pass. Ja, es passt. Hahaha. Kleiner Skorpion, lauf vor mir weg. Jaha, wir haben den Level geschafft. Yay, ich hätte es nicht gedacht. So, mein Handy vibriert. Ich guck mal eben kurz drauf. Ah, okay, gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Das heißt, laut der Aufzeichnung meines Computers haben wir auch noch ein bisschen Zeit. Und ja, hier kommt das erste Mal ein zusätzlicher Lichtstrahl, ein blauer. Heißt, den blauen müssten wir dahin umleiten. Und natürlich versteckt sich hier ein, nein, mitnehmen. Ich drücke mal die falsche Taste. Komme ich hier rauf? Nein, ich bin... Doch! Haha! So, jetzt müsste ich hier nur noch durchkommen. Oh nee, Mist. Hier komme ich her, ich bin auch blöd. Ich dachte gerade eben so, hey, ich habe gecheatet. Haha, ich bin in einer Ebene, wo man nicht hinkommt. Aber doch, da kommt man hin. So, gut, was gibt's hier? Hier gibt's... Okay, gut, Türkis oder so. Den einmal dahin und diese Mechanik mit dem Zielen ist noch ein bisschen unausgereift. Wow. Den nehmen wir einmal mit und übersetzen einmal, was hier steht. Mal sehen, als die Architekten, also nee, wie die Architekten, nee, Moment. Die Architekten haben, was? Irgendwas haben die, was? Als die Architekten, was? Had warned? Als die Architekten gewarnt haben, hat das Land angefangen zu verschimmeln. Okay. Gut. Ja, muss man jetzt nicht verstehen. Auf jeden Fall kommt jetzt hier einer hin, der einmal dahin leuchtet. Und wir brauchen noch einen zweiten. Den nehmen wir mit. Und packen ihn hier hin. So. Ja, das ist etwas, was ein bisschen stört. Das funktioniert nicht. Das heißt, den müssten wir dann eventuell hier hinbauen. Ja, so geht's. Zack. Hup. So, jetzt haben wir hier Türkis. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Hier ist noch ein Spiegel. Den nehmen wir mit. Okay, weiß. Ah, das heißt, rot müsste da auch noch drauf. Und Türkis müsste... ja gut. Türkis müsste ich dann umleiten nach da, um die Tür aufzukriegen. Ja, echt jetzt? So viel Spiegel habe ich nicht. Habe ich irgendwas übersehen? Na toll. Also mit dem Spiegel... den ich jetzt habe, kann ich diesen Strahl umleiten. Aber was bringt mir das? Ich bräuchte noch einen Spiegel mehr, um den Strahl dann dahin umzuleiten. Aber wenn ich mich hier hinstelle, geht die Tür zu. Hä? Wie kann ich das denn bitte umleiten mit nur einem Spiegel? Oder habe ich irgendwo einen Spiegel übersehen? Liegt hier irgendwo noch ein Spiegel? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der Schönste im ganzen Land? Ich nicht. Da ist einer. Haha, doch gefunden. So. Ich bin halt immer ein bisschen blind. So. Einmal dahin zeigen. Ach komm. Und du zeigst einmal. Ne, Moment, der muss hier hin zeigen. Einmal, da so. Und dann hier einmal einen hinsetzen. Der zeigt dahin. So.
Gut, das heißt, jetzt müssen wir nur noch einen Spiegel finden. Ja, womit wir das rote Licht dann entsprechend umleiten können. Das heißt, der hier muss jetzt aufs Rote zielen. Machen wir erstmal den Spiegel hier aufs Rote. So, einmal hierhin platzieren. Der leuchtet dahin. Und der hier leuchtet jetzt auf den Roten. Na toll. Der leuchtet aber in die falsche Richtung, aber er ist weiß. Ja, es funktioniert. Hehe, wer hätte es gedacht? So, gut. Damit sind wir schon weiter. Und, oh, sind wir draußen? Nein, wir sind noch nicht draußen. Aber es sah schon so nach Tageslicht aus. Ja, husch. Okay, jetzt kommt wieder Spielen mit Prismen. Ja. Und erstmal übersetzen, was hier steht. Mal sehen. Kamehamehas. Schatz. War die größte von allen. War das größte von allen. Alles Gold, was sein. Was? All Gold was his? Ah, alles Gold gehörte ihm. Ihm gehörte alles Gold der Welt. Ja, das ist ein reicher Mann, würde ich sagen. Gut, okay. Wir müssen eigentlich nur das Prisma hier... Nein. Einmal nehmen. Und welche Tür? Mit welcher Tür fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen mit der... Mit der roten Tür an, oder? Zack. Zack. Nein, mit... Rot. Mist. Rot war schon mal ein Fehlschlag. Das heißt, dann nehmen wir doch einfach mal blau. Upp. Nein! Nein! Ich habe ihn platt getrampelt, den kleinen... Ich wollte ihn nicht platt treten. Das war keine Absicht. Oder soll ich etwa alle Skorpione platt treten, damit ich am Ende nicht von den Skorpionen heimgesucht werde? Nein, wenn ich die Skorpione alle töte, dann werde ich am Ende von Skorpionen umgebracht. Wetten? Könnte ich drauf wetten? Ja. Ich versuche sie leben zu lassen, aber es ist nicht einfach. Noch ein Prisma?